Man lacht, man weint, man hat Spaß und von daher ist es ein Lebensmittelpunkt. Küche ist ein Raum, wo wir uns in der Familie tagtäglich am Morgen, zum Mittag und am Abend aufhalten. Ein Stück weit auch einfach Lebensqualität. Wenn man in einer tollen Küche kocht, macht das einfach noch mehr Spaß. Vor allen Dingen dann auch mit den Menschen, mit denen man sich umgibt. Mein Name ist Marco Schüller, ich bin Geschäftsführer der Schüller Möbelwerk KG. Next 125 ist für uns ein besonderer Ort. Das ist nicht nur das Produkt Küche, sondern auch sind die Lebensmittel und ist der Genuss, der dort entsteht und der letztendlich dann irgendwann auch auf den Tisch kommt. Ich bin Maria von Herz und Blut. Herz und Blut ist ein Blog für Lifestyle- und Interior-Themen. Ich bin die Frau für Food, vom Table-Setting über natürlich, wie das Essen gekocht wird, aber auch, wie es angerichtet wird. Mein Name ist Sarah Henke, ich arbeite als Küchenchefin im Restaurant Joso in Andernach. Das liegt zwischen Köln und Frankfurt am schönen Rhein. Wir haben eine asiatisch inspirierte Aromenküche. Dort verwenden wir Produkte, die ja, man eigentlich kennt. Wir verbinden sie aber mit den asiatischen Aromen und haben ja immer eine gewisse Schärfe mit auf den Teller. Also es ist immer spannend und überraschend. Mit Maria und Sarah sind zwei an den Start gegangen, die sich in unterschiedlichen Bereichen dann auch messen oder challengen. Und da stehen sowohl Maria als auch Sarah 3 Stunden zur Verfügung, um letztendlich in jedem Bereich das prädestiniert und schön auf Weihnachten vorzubereiten. Ja, das Thema ist ja Weihnachten. Ich habe eine Ente dabei. Die Ente wird einmal als rosa gebratene Entenbrust serviert. Dann aus der Entenkeule, die geschmort wird, fülle ich dann noch gedämpfte Wandtanks. Und aus den Knochen wird dann noch eine Suppe hergestellt. Und weil mein Heimatland ja Korea ist, kommen natürlich auch noch marinierte Gemüse mit auf den Tisch. So kann dann jeder sein eigenes Weihnachtsmenü zusammenstellen. Auf unseren Tisch, quasi dekoriert von und mit Herz und Blut, kommt heute eine sehr natürliche Stimmung, back to nature, weniger bling bling und das urige, gemütliche auf den Tisch zu bringen. Unser erster Hack ist, dass wir gesagt haben, wir wollen auf alle Fälle auf natürliche Materialien setzen. Sehr, sehr viel Sachen aus dem Garten, das heißt Zweige vom Tannengrün über irgendwelche Beeren. Selbst beim Geschirr, da haben wir hier ein Geschirr aus Japan, die auch mit natürlichen Materialien arbeiten. Und man muss nicht immer ein Festtagsgeschirr haben, was so Hochglanz ist, sondern auch ein ganz alltägliches Geschirr kann auch sehr, sehr festlich angerichtet werden. Bei unserem zweiten Hack legen wir sehr viel Wert, dass man die Materialien, dass sie wiederverwertbar sind. Sprich, wir verzichten auf Plastik, schauen, dass man halt nicht irgendwie Wegwerfservietten einsetzt, sondern halt Leinenstoffe, die man waschen kann, die halt auch sehr schön sind, die sind robust. Leinen ist das Schöne, man muss es auch nicht super bügeln, das sieht trotzdem cool aus. Und hier haben wir die Servietten einfach zum Knoten geformt und kann man einfach danach in die Wäsche geben und immer wieder verwenden. Wir schauen halt auch, was wir in der Küche noch finden. Das heißt, zum Beispiel eine leere Sojaflasche aus Glas kann dann oder selbst aus Plastik kann auch wieder eingesetzt werden. Wir haben zum Beispiel hier auch eine kleine Besonderheit eingebaut in der Dekoration. Das ist eine Zimmertanne, die haben wir aus der Erde genommen, die Wurzel ausgewaschen und somit hat es schon einen ganz anderen Look, den man vielleicht gar nicht so kennt. Und danach kann man das natürlich wieder einfach in Erde einpflanzen und die Pflanze kann weiterleben. Was auch richtig cool ist, das ist frischer Pfeffer. Der sieht echt super schön aus. Und den haben wir hier eingesetzt als Dekorationselement. Aber wenn man den danach trocknet, kann man den auch wirklich als Pfeffer weiterverwenden. Beim dritten Hack setzen wir auf die Produkte, die beim Kochen eh zum Einsatz kommen. Das heißt, zum Beispiel wird man bei uns dann auf dem Tisch Pak Choi finden. Aber der liegt natürlich nicht einfach nur so rum, sondern wir nehmen einfach Vorratsdosen aus Glas, das können auch Weggläser sein, und packen den Pak Choi einfach in ein Glas. Dann wird der quasi auf dem Tisch ausgestellt und gibt schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was im Menü kommen wird. Mein erster Hack ist, die gemeinsame Zeit in der Küche zu verbringen. Also es bedeutet nicht nur, dass die Mama zu Hause alles vorbereitet und man kommt als Kind nach Hause Weihnachten und sitzt am gedeckten Tisch, sondern dass man halt schon die Zeit davor gemeinsam in der Küche verbringt und das Essen gemeinsam vorbereitet.
Hallo Maria. Wir machen jetzt Wandhang zusammen, deshalb bin ich total froh, dass du jetzt auch da bist. Das Schöne ist ja jetzt auch bei dem Gericht, was ich jetzt rausgesucht habe, dass man später alles auf dem Tisch stehen hat und man dann gemeinsam das Essen genießen kann, ohne dass zwischendurch nochmal jemand aufstehen muss ständig und irgendwas in der Küche dann kochen oder zubereiten muss. Mein zweiter Hack ist, ein Produkt ganzheitlich zu verwenden. Deshalb gibt es jetzt auch die Ente. Wir haben jetzt hier einmal die geschmorte Entenkeule, die wir zu Wandtanks falten, die dann später gedämpft werden. Die Entenbrust wird dann rosa gebraten. Und aus den Knochen wird noch eine Suppe gekocht. Und so haben wir dann ja, das ganze Tier verarbeitet. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, halt auch irgendwie dem Tier so den Respekt zu zeigen. Mein dritter Hack ist, dass man, oder ich jetzt auch Rezepte rausgesucht habe, die man gut vorbereiten kann, die man gut lagern könnte, dass man sie nicht nur heute zum Weihnachtsessen genießt, sondern halt auch noch einen Tag später oder Tage später, bei dem marinierten Gemüse zum Beispiel und jetzt bei den gefalteten Wandtangen, die gedämpft werden, die könnte man auch gut einfrieren und dann bei Bedarf, wenn man mal Lust drauf hat, die dann aus dem Froster holen. War ein spannender Nachmittag. Jeweils 3 Stunden. Aufgabe gut gelöst. Was haben wir denn Feines? In welcher Reihenfolge starten wir denn? Ich glaube, das Tolle ist ja jetzt bei dem Essen, dass das jeder essen kann, wie er möchte. Also man kann jetzt zum Beispiel die kleinen Pfannkuchen nehmen, sich die Entenbrust drin einwickeln oder mit Gemüse dann zusammen. So wie in Korea halt auch bei so einem koreanischen Barbecue, da hat man dann auch immer die Fleischsachen, aber halt auch diese ganzen eingelegten Sachen. Man hat jetzt schärfere Gurken, das ist so ein bisschen wie so Gurkenkimchi. Dann haben wir gebratene Kräuterseitlinge, die Karotten mit Sesam, dann noch eingelegte Radieschen, eingelegten Pak Choi. Genau, die Wandtanks, die sind gefüllt mit der geschmorten Entenkeule. Daraus ist dann hier noch die Soße entstanden und dann hat jeder noch so ein bisschen Dip dabei. Also einfach mal durcheinander probieren und genießen. Jetzt outet sich jeder, wer gut mit Stäbchen essen kann und nicht. Ja, an Weihnachten habe ich gar nicht zugenommen. Es gab nichts zu essen.